Liebe Zuschauer, heute stellen wir euch das Spiel Subatomar vor, erschienen beim Schwerkraft Verlag. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Ein weiteres Atombauspiel oder Deckbauspiel, so muss man es ja sagen, in dem Fall aus dem Hause Schwerkraft. Es ist für 2 bis 4 Spieler und es geht richtig flott. Das werdet ihr ja nachher auch merken, weil wir spielen das Ganze jetzt zu zweit. In dem Fall, der Thomas spielt gegen mich. Und dann werden wir euch das zeigen, bevor wir allerdings loslegen und uns hier direkt reinstürzen in eine Mischung aus Deckbau, Chemie, Physik, diversen Aktionskarten und uns unser Atom auf dem Spielplan zusammenbauen, muss ich natürlich noch was sagen zu diesem Spiel Genius Games oder Genius Games ursprünglich, wie gesagt, jetzt bei Schwerkraft erschienen. Man sieht es ja auch hier an dem Logo, ist ein richtig flotter Deckbauer. Und was muss man denn überhaupt machen? Ich habe es ja gesagt, man baut an seinem Atom und das ist das Ungewöhnliche an dem Spiel. Das heißt, ich möchte jetzt vorab erst einmal ein kurzes Konzept zu dem Spiel sagen, wie es überhaupt geht und euch dann ein bisschen die Abläufe erklären, bevor wir gleich einsteigen ins Spielgeschehen. Das werdet ihr nämlich merken. Zuerst einmal habe ich jeweils, oder hat jeder Spieler so, ein Tableau vor sich liegen. Und mit diesen 3 Markern. Mit diesen 3 Markern baue ich quasi an meinem Atom. Ich versuche mit Hilfe diverser Karten hier natürlich mein Atom zu befüllen. Mit 1, dann fange ich hier an, dann habe ich den Marker hier, dann ziehe ich den vielleicht hier rüber. Also es steigt auf jeden Fall die Teilchenanzahl, weil ich will mit einer Aktion hier mir so ein Element dann kaufen. Es wird ja hier angegeben, was ich brauche, um diese Karte mir zu kaufen. Das heißt, es wird hier angegeben, 3 Protonen, 4 Neutronen, 2 Elektronen, reicht mir also nicht. Gleichzeitig brauche ich auch noch 5 Energie, das sind solche Plättchen, die auf die Seite liegen, dann kann ich mir so ein Plättchen kaufen. So, das heißt, das ist schon mal das Grundgerüst, das heißt, mit meinen Karten, jeder hat natürlich eine Starthand, die sieht in dem Fall so aus, das heißt mit blau, gelben und roten Farben, so nenne ich es jetzt einfach mal, könnt ihr hier natürlich noch nicht bauen. Das heißt, ihr braucht bessere Karten und deswegen ziehe ich das Teil ein bisschen hoch und dann seht ihr, ihr bekommt hier bessere Karten. Es gibt eine Auslage von 2 Reihen, das heißt, ihr seht auch, was ihr braucht, das heißt mit 2 blauen und einer roten, in dem Fall mit Up Quark nennt sich's und Down Quark, könnt ihr so eine Karte kaufen. Das heißt, mit diesen 3 Karten könnt ihr hier so ein Neutron kaufen. Ihr braucht allerdings noch 3 Energie. Das heißt, ihr müsst noch Plättchen abgeben. Und diese Karte kommt dann auf den Ablagestapel, genauso mit der anderen Karte auch. Ihr könnt natürlich auch bessere Karten kaufen. Die liegen hier unten. Und ihr merkt, mit solchen Karten, die ihr später auf der Hand habt, könnt ihr hier bauen und könnt ihr hier eure Marker nach oben rutschen lassen und dann vielleicht hier eine Aktion ausführen. Aktionen habe ich gesagt, die Aktionen stehen übrigens hier, das ist ziemlich gut gemacht. Das heißt, hier sieht man nochmal, wie die Kombination ist, wie man überhaupt Karten tauscht. Am Anfang verwirrt es etwas, aber wenn ihr hier drauf schaut, spätestens nach der ersten Partie habt ihr das auf jeden Fall verstanden. Die Aktion, die muss ich jetzt nur noch erklären, dann können wir quasi direkt einsteigen. Das heißt, ich kann in dem Fall Atom aufbauen, Elementkarten beanspruchen, Deckbaukarten kaufen oder Energiemarker nehmen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier zu bauen, wie ich es entsprechend gesagt habe. Ich habe hier die Möglichkeit, mir hier Karten zu kaufen oder hier Karten zu kaufen. Und ich habe sogar die Möglichkeit, Karten nicht nur mit der Rückseite praktisch zu beanspruchen, um mir solche Marker zu nehmen. Ihr merkt, so schwer ist das gar nicht. Was oftmals vergessen wird oder unter den Tisch fällt, weil man so beschäftigt ist, sind die Energieaustauschmöglichkeiten. Das heißt, ich kann Reihen austauschen, Karten nachziehen für 2 Energie. Es wird oftmals vergessen, so habe ich noch mehr Karten auf der Hand. Oder Karten in dem Fall eliminieren, weil ich vielleicht viele Karten auf der Hand habe. Das heißt, annihilieren nennt sich das hier. In dem Fall habe ich auch die Möglichkeit, das hier zu machen. Und da hängt es davon ab, wo der Marker am Anfang steht. Bei 2 Spieler steht er also hier. Ja, und hier habe ich die Möglichkeit, ja doch, das habe ich gesagt, eine Karte verdeckt spielen ist dann eine Energie. Ihr merkt, so schwer ist das gar nicht. Ich habe am Anfang, wie gesagt, meine 10 Karten auf der Hand. Solche Startkarten sind das in dem Fall, so kennt man es von üblichen Deckbauspielen. Und diese 10 Karten, die sind am Anfang auch vorgegeben, welche das sind, die mische ich einfach. Und dann nehme ich mir quasi, das mache ich jetzt einfach mal, 5 Karten auf die Hand.
Und die anderen bilden dann hier den Nachziehstapel. Mit diesen 5 Karten werde ich also jetzt im Spielverlauf arbeiten und werde hier verschiedene Aktionen ausführen. Wer genau hingeschaut hat, der sieht natürlich, dass es noch hier einen Bereich gibt und hier noch einen Bereich gibt. Weil mit Energie kann ich mir natürlich auch Sonderkarten kaufen. 4 liegen aus, es gibt noch 3 weitere Sets im Spiel. Und dann kann ich mir zum Beispiel hier die oberste nehmen und man sieht hier, da habe ich die Möglichkeit, 2 weitere Karten nachzuziehen oder 3 und die Mitspieler ziehen eine weitere Karte nach. So bekomme ich natürlich mehr Karten und so versuche ich natürlich hier meinem Atom die Karten zu erfüllen. Jetzt kommt noch ein kleines Element, da können wir auch gleich anfangen. Ich habe hier noch solche Zielmarker vor mir liegen, weil wenn ich hier in dem Fall eine Karte bekomme, mir eine Karte gekauft habe, das sind ja auch Siegpunkte, habe ich die Möglichkeit, weitere Siegpunkte zu generieren, weil ich nehme mir 2 Zielmarker, zum Beispiel habe ich mir jetzt Lithium gekauft und lege die 2 Zielmarker einfach auf so ein Feld, aber nicht auf jedes, weil Lithium darf ich nicht legen, das habe ich nämlich gerade gekauft. Ich lege es also hier auf einen anderen Bereich, zum Beispiel einfach hier oder ich lege es dann hier hin, spielt keine Rolle und habe hier die Möglichkeit, noch Bonusplättchen zu kassieren, die mir Siegpunkte bringen oder weitere Karten. Gleichzeitig gibt es hier noch eine kleine Mehrheitenwertung, das heißt, am Ende wird geguckt, wer die meisten Steine drin hat, die meisten Zielmarker und bekommt dann hier die jeweiligen Punkte. Bei Gleichstand werden sie addiert oder abgerundet. Ist um den 2. Platz Gleichstand, dann werden sie auch addiert, naja, aber man kann sie nicht addieren, das heißt, je nachdem geht dann der nächste Spieler dann leer aus. Aber zu zweit ist es recht einfach, weil man hier die 2 Punkte dann sieht. Das Ganze geht so lang, in dem Fall, bis die Marker verbraucht sind. Das heißt, ich fange quasi an. Hier habe ich den den Startspielerstein, so muss ich ja sagen. Und dann spielen wir einfach mal drauf los und zeige ich euch ein paar Sequenzen, wie das Ganze hier abläuft. So, ich zeige euch am Anfang einfach, zumindest die Anfangszüge, ein bisschen die Karten, dann seht ihr das auch. Das heißt, ich kann jetzt hier 2 Karten ausspielen, die lege ich hier ab. Man hat hier so einen Bereich, wo man ablegt. Und dann darf ich mir hier diese Elektronenkarte nehmen. Man sieht hier, die wird auch angezeigt. Die kostet mich keine Energie, die lege ich dann hier drauf. Dann habe ich nochmal 2 Karten, jetzt kann ich überlegen, was ich mache. Energie brauche ich allerdings auch, ist halt gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich nehme quasi die Rückseite, nehme hier 3 Energie, nehme die Marker dann zu mir und wirf die Karten ab. Die Marker lege ich auf die Seite, die Karten lege ich hier auf die Seite. Jeder spielt das ja ein bisschen anders. Und dann nehme ich mir 1, 2, 3, 4, 5 neue Karten, die ich dann auf die Hand nehme. Und das war mein Zug, noch nicht ganz. Ich muss nämlich die Karten noch nachlegen und ziehe hier die nächste Karte. Man sieht hier, es gibt einen Bereich mit so einem 1er, Smileys kann man ja so sagen, und hier mit Mehrfachen. So, und das war's. Und damit ist der Thomas schon am Zug. Ich werfe 2 auf, mit der Rückseite ab, hole mir dann dementsprechend 2 Energie. Und spiele 2 blaue, eine rote und nehme das Neutron. Okay. Gut, das war's. Man merkt, wir machen es jetzt langsam. Wir haben es ja vorhin auch schon wieder gespielt. Das geht recht flott. Wenn man jetzt hier nicht extra euch drauf schon ein paar Sachen erklärt, das merkt man, wie schnell das geht, weil man sieht es ja. Das heißt, ich ziehe 2 Abquark, Daumenquark. Darf mir jetzt diese Karte nehmen, beziehungsweise lege es auf den Ablagestapel, gib jetzt 2 Karten ab, nehme jetzt Energie, jetzt schaue ich mir, ob ich noch eine Karte kaufen kann, dann kaufe ich mir jetzt einfach mal hier diese Karte, das sind solche Aktionskarten, hier steht zum Beispiel drauf, nimm ein Teilchen Karte deiner Wahl von deinem Abwurf oder Nachziehstapel, danach mischen. Und die lege ich auch in mein Deck, genau wie die andere Karte, ich kann jetzt nur eine Karte nachziehen, das heißt die andere mische ich und dann ziehe ich wieder auf 5 Karten. Und dann wird noch nachgeschoben und dann ist der Thomas schon dran. Ich nehme in dem Zug einfach 5 Energie. Okay, dann nimmst du noch eher eine Sonderkarte etc. Ah, da spart vielleicht was. So, dann zeige ich euch das, wie das aussieht hier mit dem Proton. Ich spiele jetzt hier einen Proton aus und ich nehme jetzt ein Marker, setze dann auf die 1. So, dann gucke ich, was ich noch machen kann. 2 und 1, da kann ich mir hier diesen... Na doch, muss ich erst was anders machen. Ich spiele erst die Einzelkarte aus als Energie. Dann 2-mal down, 1-mal up. Nehme hier dieses Neutron. Das kostet mich allerdings noch 2 Energie. So, und dann schiebe ich die Karten auf. Habe keine Karten mehr auf der Hand und ziehe wieder nach. Beziehungsweise ich spiele immer alle aus und habe dann wieder 5 Karten auf der Hand. Ich spiele eine rote, eine blaue, eine gelbe. Zusammen mit 3 Energie. Und dann nochmal 2 Energie.
und nehme mir diese hier. Und dann ja, noch warten, weil dann erst am Ende. Noch ab und gib mir noch eine Kriege. Okay. So, ich spiele die aus und man merkt, jetzt wird es schon etwas schneller. Das heißt, die gebe ich ab, nehme mal Energie, lasse die gleich drin liegen, nehme mir hier diese Karte, die lege ich hier drauf und da nehme ich mir auch noch eine Energie. Und so geht das immer weiter. Ich denke, jetzt haben wir euch ein paar Runden gezeigt. Und wie gesagt, wenn einer einen Auftrag erfüllt hat, dann kommen die Marker alle zurück in diesen Nullerbereich. Ihr müsst alles abgeben, ihr dürft nichts aufbewahren. Nehmt dann euch die Karte und platziert die Zielmarke hier drauf und nehmt euch je nachdem ein Plättchen. So, ich habe mich jetzt gerade nochmal kurz eingeklinkt in eine Partie, dass ihr nochmal ein bisschen was seht. Das heißt, wir haben schon einige Marker hier platziert. Der Thomas kauft jetzt wieder ein weiteres Element. 3, ich habe auch 3. Das geht richtig zack, zack hier. Meistens habe ich einen Auftrag erfüllt, dann er oder andersrum. Das geht recht schnell. Man sieht hier, ich habe jetzt wieder hier auf 0. Der Thomas, der hat schon wieder welche gekauft. Das heißt, das wird nachgelegt und man sieht hier auch hier, wie sich das Mehrheitenprinzip füllt. Das heißt, der Stapel ist natürlich auch recht angestiegen. Man kann natürlich immer wieder durch Energietausch neue Karten nachziehen, sodass wirklich das ganz recht flott geht. Und man sieht ja auch hier, es sind einige Aktionskarten hier oben schon gekauft worden, um natürlich sein Deck etwas auszuweiten, um vielleicht mehr Möglichkeiten zu haben. Damit sind wir auch schon fertig. Zielmarker wurden gesetzt, die letzten auch. So, wie läuft die Wertung ab? Das heißt, jeder zählt jetzt quasi seine Punkte, die er hier unten drauf hat, durch die Atommasse. Und anschließend werden hier geguckt, welche Punkte hier erreicht worden sind. Je nachdem hat man noch extra Punkte. Bei mir ist noch so ein Plättchen. Dann schaut man, wer die meisten Punkte hat. Und ich glaube, der Thomas hat gewonnen, wenn ich mir so seine Karten anschaue. Ich war jetzt ganz stolz, aber die 2 Vierer bringen nichts. 9, 4, 7. Das heißt, man sieht es hier beim Thomas 9, 11, 11, 9. Das sind allein schon 47 Punkte. Bei mir sind es knapp 30, 25. Und dann schauen wir hier noch die Punkte drauf. Aber ich glaube, in dem Fall brauchen wir gar nicht zählen. Der Thomas hat glücklicherweise gewonnen. Naja, ob viel Glück dabei ist, das sehen wir nämlich gleich, weil von uns gibt es am Schluss noch ein kleines Fazit. Deckbau für Kinder, für Familien, so könnte man es durchaus sagen. Es ist ein richtig flottes Spiel. Am Anfang habe ich gedacht, coole Grafik, cooles Cover, gefällt mir richtig gut. War begeistert, allerdings habe ich ein Problem mit Chemie und Physik. Da war ich damals schon nicht der Beste und habe mich damals kaum für das interessiert. Ich interessiere mich allerdings für das Spielen. Und in diesem Atombauspiel, in diesem Deckbauspiel kommen natürlich die Elemente hier ein bisschen zum Tragen. Sie sind natürlich witzig verpackt. Das sieht man natürlich, wenn einem das schon nicht zusagt. Oh, da hat man natürlich schon ein Problem. Aber die Grafik finde ich auf jeden Fall witzig gemacht. Das Ganze verpackt mit Chemie und Physik natürlich, sind natürlich die einzelnen Forscher noch hinterlegt. Und beinahe hätte ich es vergessen, in dem Spiel sind 2 Anleitungen enthalten. Am Anfang habe ich gedacht, boah, eine Anleitung mit 20 Seiten Regeln ist ja schon eine Menge. Es wird aber wirklich gut erklärt, gut bebildert, mit einigen Beispielen erklärt. Da ist man recht schnell drin. Und am Schluss sind, wie gesagt, nur noch die Infos und Beispielen zu den einzelnen Karten, weil es fließen ja auch nicht alle Wissenschaftlerkarten hier mit ein. Ihr nehmt ja einfach welche raus. Sind die unklar, werden sie hier nochmal auf jeden Fall gezeigt. Also die 20 Seiten für ein recht einfaches Deckbauspiel. Altersempfehlung 8-9 Jahre, würde ich mal sagen. Wenn man gut Deckbau kann, ist überhaupt kein Problem. Man muss nur hier ein bisschen lesen, aber wenn ihr einen Elias kennt, der weiß ja, der merkt sich die Karten und weiß dann irgendwann den Text, aber für das ist er noch zu jung, weil das geht richtig flott, auch wenn sich's locker einfach spielt, aber wie gesagt, das steht hier dabei. Ich habe es aber gesagt, Physik und Chemie spielt eine große Rolle, was auch sehr schön ist, das gibt es bei vielen Spielen. Es wird hier ergänzend nochmal ein paar Informationen geliefert zu Helium, Lithium. Ich sage am besten nicht mehr, sonst spreche ich noch die einzelnen Begriffe vom Periodensystem. Kriege einen Pluspunkt. Viele Grüße an meinen damaligen Physiklehrer. Er wird jetzt stolz sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich noch im Kopf behalten habe von damals. Oje. Naja, egal. Es geht um das Spielen. Aber die Thematik spielt bei dem einen oder anderen durchaus eine Rolle. Ich weiß sogar, es haben sich extra welche gekauft, nur aufgrund dieser Thematik. Aber wenn man das jetzt hier sieht, und wir haben euch vorhin nur ein paar Runden gezeigt, je nachdem, was für einen Ausschnitt ich beigefügt habe, geht das richtig flott. Ich habe meine 5 Karten. Zack, 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 hol mal bessere Karten. Bau dann hier auf meinem Tableau, hol mir vielleicht Sonderkarten. Zack, schon der nächste dran. Das geht richtig flott. Richtig flott. Also so, dass ich sage,
Es geht mir eigentlich einen Tick zu flott. Und ich habe das Gefühl teilweise, man spielt's runter. Also so ging es mir jetzt in dem Fall, in den Partien. Thomas nickt in dem Fall, der hat ja mitgespielt. Das geht mir fast zu schnell. Da fehlt man auf Dauer ein bisschen mehr Abwechslung, weil egal wie oft man spielt, es spielt sich immer ähnlich. Das heißt, ich schaue hier natürlich, wie ich jetzt hier baue. Das ist übrigens ganz cool gelöst. Das gefällt mir super, dass ich nicht mit meinen Karten agiere, sondern auf meinem Spielplan nochmal hier agiere. Allerdings geht es nur darum, was hier ausliegt. Das heißt, ich schaue natürlich, nein, ich sag mal, der Thomas schaut. Genau, er nickt wieder, schaut wieder, wo gibt es viele Punkte und dann schaue ich natürlich hier, dass ich das Atom hier zusammenbaue und hole mir das. An die einzelnen Punkte wird man auf jeden Fall noch kommen, das heißt 11 Punkte sind eine sichere Bank, ansonsten 9 und dann kommt man natürlich schnell auf seine 30, 40 Punkten. Naja, ich habe gedacht, ich hole mir ein paar Vierer und mache schnell das Spiel fertig, das wird übrigens nicht funktionieren, weil ich habe gedacht, am Anfang habe ich ein bisschen Gas gegeben mit 3 Karten, relativ schnell, der Thomas. Aber dann kam er plötzlich wieder ran. Also es kann durchaus ein Stocken kommen, weil man muss natürlich auch sich bessere Karten holen. Und je nachdem muss man auch den Sprung richtig einschätzen, wann man natürlich sich hier die Elemente kauft. Und beim Thomas funktioniert es eben wie immer. Aber ja, er sagt so, perfekt. Er hält sich da dezent jetzt gerade zurück, aber er genießt es jetzt gerade. Aber Thomas, du konntest ja gar nicht erwarten, die Zielkarten zu erfüllen. Ich habe gedacht, ich spiele schnell aus. Ich mache fertig, weil... Du hattest ja 3 Zielkarten, glaube ich, bevor ich über... Oder 2 zumindest, bevor ich überhaupt mal an einer angefangen habe. Ich habe richtig Gas gegeben und gedacht, ich versuche mal so auszutricksen. Ging auch nicht. Allerdings, man muss schon sagen, das Ende ist doof gemacht. Also finde ich jetzt persönlich. Das heißt, man spielt die aus, dann ist der andere noch dran. Und dann darf er gemäß Anleitung noch Zielmarker legen. Gut, je nachdem macht es noch was aus. Kann man auch weglassen. Also hat uns jetzt persönlich, was jetzt den Schluss angeht, jetzt so sonderlich gefallen. Aber man merkt ja, es spielt sich richtig flott runter. Es geht mir einfach einen Tick zu schnell. Das heißt, man muss schon, es ist ein einfacher Deckbauer, auch wenn es 20 Seiten Regeln hat. Keine Sorge mit den 20 Seiten, das habt ihr richtig schnell gelesen mit vielen Beispielen. Ich habe das in 20, 30 Minuten die Anleitung gelesen und wo ich es dem Thomas erklärt hat, hat er gesagt, Jörg, wir fangen gleich an. Warum? Weil anhand dieser Tafel kann man eigentlich die Aktion erklären und beginnt dann recht flott. Was man allerdings meistens in der ersten Partie vergisst, dass man hier ja noch Energie austauschen kann. Ich glaube, damals oder bei der ersten Partie denkt man da auch nicht dran. Das heißt, man kann hier noch Karten rein wegmachen. Viel wichtiger ist es allerdings hier, dass man Karten nachziehen kann. Wenn man mehr Energie hat, nimmt man sich natürlich auch mehr Karten auf die Hand. Das ist also gar nicht so schlecht und auch schön gelöst ist, dass man die Karten auf die eine Seite bzw. auf die andere Seite durchspielen kann. Also insgesamt ein recht schneller, für mich einfach zu schneller Deckbauer, der für 8-, 9-Jährige richtig, richtig toll ist. Gehe ich mal davon aus. Ich habe es jetzt nicht mit 8-, 9-Jährigen gespielt, aber es geht flott. Es ist schnell erklärt, ohne viel Kartentexte, was man bei vielen anderen Deckbauern hat, wo man viel überlegen muss. Hier habt ihr einen Deckbauer, den spielen wir mittlerweile in 20 Minuten runter. So muss man es leider Gottes sagen, weil man merkt dann schon mit der Zeit, man ist anspruchsvoller, man will mehr. Und das hat dieser Deckbauer allerdings nicht zu bieten. Aber dem einen oder anderen gefällt vielleicht auch sowas, der sagt, ich brauche nicht viel in Dominion, viele Kartentexte oder in anderen Spielen auch. Der kann mit dem Spiel auf jeden Fall zurechtkommen, weil hier habt ihr schnell gespielt und es wird durchaus eng, es sei denn, man geht auf große Punkte, dann muss man einfach schauen, wie sich's entwickelt. Thomas, ich denke, meistens gesagt, schnell gespielt. Schaut's mal an. Jetzt muss ich gerade unterbrechen, warum? Der Thomas hat mal einen wichtigen Hinweis gegeben, weil Deckbauspieler gibt es bei Schwerkraft natürlich auch. Und ich denke nur an Klong, haben wir euch schon vorgestellt. Da bin ich schon richtig heiß auf die Erweiterung mit Ägypten, wo hoffentlich auch bald rauskommt. Also je nach Zeitpunkt des Videos gibt es die schon. Also da kann ich Klong empfehlen. Naja, wenn er da bestellt, gibt es vielleicht auch eine kleine Promo, weil das ist natürlich auch sehr beliebt in der heutigen Zeit. Ihr wisst ja schon, warum. Ich sag tschüss, macht's gut, bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.